Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Kitsche. Wir sind in der Himmelsfeste und wollen mit unseren Leuten reden. Das haben wir gerade in Auftrag erhalten von unserer Schwester Giselle. Wir müssen nochmal zu Dorian gehen. Aber erstmal reden wir jetzt mit Verrick und dann mit Solas und dann gehen wir zu Dorian. Ja, die liegen nämlich auf dem Weg. Genau. Dann nehmen wir die gleich mal mit. Hallo, Verrick. Na du? Was ist los? Geht's euch gut, hä? Ja, sieht nicht so aus, hä? Das war ein wenig hitzig. Geht es euch gut? Tja, kommt drauf an. Wie wütend ist Cassandra? Ich habe nicht versucht, irgendetwas zu verheimlichen. Ich habe der Inquisition alles erzählt, was mir zum jeweiligen Zeitpunkt wichtig erschien. Tja. Ich glaub's ihm. Wo? Ich weiß, Verrick. Sonst hättet ihr niemals euren Mund gehalten. Ich hoffe immer noch, nichts von all dem ist real. Vielleicht ist das ja alles irgendeine Scheiße aus dem Nichts, die irgendwann einfach verschwindet. Ich weiß, ich muss mich bessern. Tut mir leid. Tja. Träum weiter, wenn du glaubst, dass das irgendwann mal verschwindet. Da können wir nochmal ansprechen, ich weiß es nicht. Ja. Korypheus ist zurück. Tja, scheiße. Wir hatten ihn ja schon mal besiegt, oder? Wenn ihr und Hawk ihn einmal besiegt habt, können wir es wieder tun. Wir haben nicht nur gedacht, Korypheus wäre tot. Er war tot. Kein Puls, keine Atmung, übersät mit Stichwunden. Da war jeder Zweifel ausgeschlossen. Die Frage ist nur, ich dachte, die Wächter hätten Korypheus eingesperrt, um ihn zu benutzen. Aber was, wenn sie es taten, weil er unsterblich ist? Tja, gute Frage. Was hat euch und Hawk überhaupt in ein Gefängnis der grauen Wächter für Kreaturen der dunklen Brut geführt? Korypheus hatte Leute auf Hawk angesetzt. Genauer gesagt hatte er einen ganzen Kater-Clan in seiner Gewalt. Hat sie gezwungen, Blut der dunklen Brut zu trinken. Verrückte Scheiße. Wir sind der Kater zu einer alten Zwergenfestung oder so in die Berge gefolgt. Aber das Ganze war natürlich eine Falle. Sie brauchten Hawks Blut, um Korypheus von seinen Fesseln zu befreien. Also lockten sie uns in das Gefängnis, um es zu bekommen. Ja. Es muss einen Weg geben, Korypheus zu besiegen. Und wir werden ihn finden. Keine Sorge. Ich hoffe, ihr habt recht. Oh, Erbauer, was habe ich nur angerichtet? Da kann doch nichts dafür. Ja, eben. Damit hattet ihr nichts zu tun, Verrick. Ich weiß, der Hawk zu Korypheus geführt hat. Hätte ich die Kater nicht zu dieser Ruine zurückverfolgt. Aber ihr habt Wichtigeres zu tun, als euch meine Sorgen anzuhören. Sagt einfach Bescheid, wenn ich etwas erschießen soll. Konnt ihr doch nicht wissen, Mensch. Nee. Okay, gehen wir mal zu Solas. Mal sehen, was der da erzählt. Ja, wir haben lange nicht mit ihnen gesprochen. Wir haben gar nicht mit ihnen gesprochen. Seit der Auseinandersetzung. Ja. Haben wir ja nicht mehr mit ihm gesprochen. Diese neue Macht, über die ihr verfügt. Cassandra hat mir erzählt, es sei die Magie der ritterlichen Verzauberer. Wenn ich mich nicht irre, gehen diese Techniken auf Magier der Altelfen zurück. Man nannte sie arkane Krieger. Ich frage mich, was sie wohl davon halten würden, dass ihre Magie jetzt zur Verteidigung der Kirche genutzt wird. Mann, hat er schick angerichtet, hä? Schicke Wandbemalung. Ja, wirklich toll, oder? Oh. Aber jetzt komm, lass dich nicht ablenken. Ja. ich forsch mal nach. Ja. Können wir mal fragen mit der elfischen Namen? Oh. Ich bezweifle, dass sie auch auf Elfisch arkane Krieger hießen. Der formelle Name der Techniken, die ihr erlernt habt, war Dirthena Enasalin. Wissen, das zum Sieg führt. Magier, die körperliche Auseinandersetzung mieden, nannten sie hingegen Gilanim Banalven. Den Weg, der in die Irre führt. Was könnt ihr mir über die arkanen Krieger erzählen? Soweit ich es verstehe, waren sie Elitewachen, die Adligen als ihre Leibwächter oder Streiter dienten. Magier, die sich auf Geister oder das Nichts konzentrierten, mögen über ihre Körperlichkeit gespottet haben.
Doch niemand zweifelte an ihrer Ehre. Sie waren der Inbegriff von Willensstärke. Ihr Verstand machte ihren Körper zu einer perfekten Waffe. Ich hoffe, die alten Elfenkrieger würden sich darüber freuen, dass ihre Techniken die Zeit überdauert haben. Das hoffe ich auch. So viel Wissen ist verloren gegangen. Vielleicht würde es sie erfreuen, dass etwas, das sie geschaffen haben, fortbesteht. So sehr es sich auch verändert haben mag. Wolltet ihr sonst noch etwas? Erzählt doch mal was von mir. Was ihr über euch und eure Studien erzählt habt, interessiert mich. Ich würde gern mehr darüber erfahren, wenn es eure Zeit erlaubt. Ihr überrascht mich immer wieder. Also schön, reden wir. Vorzugsweise an einem etwas interessanteren Ort. Ja, ist doch hübsch hier. Ja, der Ort ist auch schön. Hat sich doch nett eingerichtet. Aber der andere ist vielleicht interessanter. Wo bringt er uns denn jetzt hin? Wo bringt er uns denn jetzt wieder hin? Ich hoffe, der lässt uns da nicht stehen. Oh. Was sie meistens machen. Ja. Bringen uns irgendwo hin und lassen uns dann stehen. Ja, eigentlich wolltest du ja einen Rundgang machen. Ne? Ja. Na ja, guck mal. Ach, wo sind wir denn Häfen da? In Haven. Warum hier? Haven ist ein vertrauter Ort. Er wird immer wichtig für euch sein. Es gibt darüber haben wir schon gesprochen. Bringt er uns in die Vergangenheit? Ja, gute Frage. Ich habe an eurer Seite gesessen, während ihr schlieft und den Anker untersucht. Na, danke. Ich bin froh, dass jemand auf mich aufgepasst hat. Ihr wart ein Mysterium. Das seid ihr noch immer. Ich habe jeden nur denkbaren Test durchgeführt. Ich habe das Nichts durchsucht und doch nicht das Geringste gefunden. Cassandra dachte, ich treibe ein falsches Spiel. Sie drohte, mich als Abtrünnigen hinrichten zu lassen, wenn ich keine Ergebnisse liefere. Ich war aber damals nicht in der Lage dazu. Ja, eben. Dem hätte ich niemals zugestimmt. Ihr wart nicht in der Verfassung, Einwände zu machen. Ja. Wohl wahr. Es sah nicht so aus, als würdet ihr je wieder erwachen. Wie konntet ihr auch? Eine Sterbliche, die körperlich durch das Nichts geschickt wurde. Ich war frustriert, verängstigt. Die Geister, die ich hätte um Rat fragen können, waren durch die Bresche vertrieben worden. Ich wollte euch helfen, aber ich hatte kein Vertrauen in Cassandra. Oder sie in mich. Ich war bereit zu fliehen. Hast du aber nicht getan. Genau. Aber ihr seid geblieben. Ja. Ich sagte mir, ein Versuch noch, die Risse zu schließen. Und ich scheiterte. Gewöhnliche Magie zeigte keine Wirkung. Die Risse wurden größer. Und ich fand mich damit ab zu fliehen. Doch dann... Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Ihr habt sie mit einer Geste geschlossen. Und meine Welt änderte sich. Gut, dass ihr geblieben seid, genau. Ich bin froh, dass ihr geblieben seid. Um unser aller Willen. Ich auch. Ihr habt sowohl die Gesetze der Sterblichen als auch der Natur gebeugt. Und ihr werdet noch viele weitere brechen, bevor euer Ziel erreicht ist. Dass ihr mich hier besucht, selbst als Magierin... Es sollte euch eigentlich nicht so leicht fallen. Was meint ihr damit? Wo denkt ihr, sind wir hier? Es ist nicht real. Nee. Darüber lässt sich streiten. Doch dafür solltet ihr besser aufwachen. Ja, ja. Schwupps. So. Schon liege ich zu Hause im Bett. Ja. Na toll. Na gut. Immerhin weißt du dann, wo du bist, oder? Ja. Hoffe ich. Mal so wieder ankommen. Werden wir gleich sehen. So lassen wir uns auch immer gut für eine Überraschung, hä? Ja, doch. Sag ich doch. Zu Hause. Schön. Vorm Bett. Na gut, wir wollten ja zu Dorian. Wollten wir eigentlich? Ja. Nur. Dann können wir diesmal die erste Treppe nehmen. Genau. Und wieder in die Haupthalle. Kommen wir da nicht eigentlich her? Eigentlich ja. Naja, fast. Ja, ja.
muss mich immer erst mal sortieren, welche der Türen jetzt die richtige ist. Da geht's hoch zu Dorian. Gleich hinter Helisma bei den Büchern. Das ist jedenfalls normalerweise. Hier ist die Antwort auf Harrods Anfrage. Sag ja, sieht aus wie ein Schauspieler. Du hast gerade seine Rolle in der Hand, wenn er so ein Buch in der Hand hat. Ich glaube, ich speichere mal. Ja, das kann ich. Nicht Tagebuch speichern. Natürlich beeilt ihr euch. Ich bin zufällig Fiona begegnet. Wie es scheint, hat ihr Alexios also in die Dienste der Magier gestellt. Nach allem, was er ihnen angetan hat, ist das wohl nur gerecht. Und vielleicht erkennt er das ja eines Tages auch selbst. Ja, vielleicht. Sein Brief aus. Dorian, da ist ein Brief, den ihr sehen solltet. Ein Brief? Ist er unanständig? Ein humorvoller Antrag irgendeiner antivanischen Witwe? Nicht ganz. Er ist von eurem Vater. Von meinem Vater? Ich verstehe. Und was bitteschön will Magister Hallward? Ein Treffen. Zeigt mir diesen Brief. Ich kenne meinen Sohn. Was mein Vater von mir kennt, würde kaum einen Fingerhut füllen. Das ist so typisch. Ich wette, dieser Bedienstete ist ein Gefolgsmann, den er angeheuert hat, um mich bewusstlos zu schlagen und zurück nach Tevinter zu schleifen. Tja, würde er es wirklich tun? Frage. Ihr glaubt, euer Vater würde so etwas tatsächlich tun? Nein. Obwohl ich es ihm zutrauen würde. Lasst uns gehen. Treffen wir uns mit diesem sogenannten Bediensteten der Familie. Sollte es eine Falle sein, dann kommen wir eben und bringen alle um. Ihr seid darin ziemlich gut. Ansonsten schicke ich den Mann zu meinem Vater zurück und lasse ihm ausrichten, dass er sich seine Besorgnis ins Ende seiner Weisheit stecken kann. Mann, da würde die schöne Paradeuniform schmutzig. Ach nee, die hat sie dann doch, glaube ich, nicht mehr an. Ich frag mal. Es scheint böses Blut zwischen euch und eurer Familie zu geben. Was für eine interessante Redewendung. Aber ihr habt recht. Sie mögen meine Entscheidungen nicht. Ebenso wenig wie ich die ihren. Weil ihr nicht heiraten wolltet? Weil ihr fortgegangen seid? Unter anderem. Ja. Ich denke, ihr solltet euch mit diesem Bediensteten treffen und herausfinden, was eure Familie will. Ich hatte euch nicht gefragt, was ihr denkt, oder? Nein, nein. Das war unangebracht. Ich entschuldige mich. Es kann nicht schaden, sich anzuhören, was dieser Mann meines Vaters zu sagen hat. Falls es mir nicht gefällt, möchte ich allerdings gehen. In Ordnung. Ja. Von mir aus. Ich frage mich, wie viel mein Vater diesem Mann dafür bezahlt, darauf zu warten, dass ich vielleicht auftauche. Wir werden es noch früh genug herausfinden. Genau. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, müssen wir verreisen. Und zwar Redcliffe. Nach Redcliffe. Und da ist schon die Markierung drauf, wie man sieht. Dorian, du bist so sack. Nimmst du Dorian mit, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, das reicht. Ich glaube auch nicht, dass es da einen Kampf gibt, oder? Sieht nicht danach aus. Wenn ja, werde ich es bereuen. Ah, ich auch. Wir werden es gleich wissen. Ach so, ja. Hier muss irgendetwas sein. Ja, ich weiß, dass hier was ist, aber uns fehlen die geschickten Hände. Ja, die haben das gute Werkzeug oben rein. Der Erbauer sei mit euch. Der Erbauer sei mit euch. Ja, danke. Guten Tag. Und in die lachende Möwe. Die lacht immer noch? Tja. Naja, ist ja wieder zurück hier, der Herr und Meister. Earl Eamon oder so ähnlich, oder? Oder Aal Eamon. Aal Eamon, ja. Mhm. Gut. So. Hier sind wir jetzt. Und jetzt? Und? Ist es so leer? Keiner da? Hallo? Bin ich hier falsch? Ich weiß nicht, wo du hin musst. Ich auch nicht. Da hättest du ihm sagen müssen, dass wir gehen wollen jetzt. Lasst uns gehen.
Aber irgendwo war doch da ein Marker, oder? Da war doch ein Marker. Ja. Ja. Bringt Dorian zur lachenden Möwe. Mhm. Muss ich das jetzt verstehen? Nö. Gehen wir wieder raus. Das ist ja doch die lachende Möwe. Das ist die lachende Möwe. Aber das ist total leer, oder? Ist keiner hier. Sorry, äußerst seltsam. Ist ja merkwürdig. Sehr merkwürdig. Vielleicht müssen wir speichern und dann nochmal laden oder so. Ja, ist nicht ausgeschlossen. Ja, normalerweise müsst ihr ja gleich was kommen, wenn du da reingehst. Ja, eigentlich ja. Und wenn wir auf die Karte gucken, wir sind genau auf dem Marker. Ja. Und das ist die lachende Möwe. Tag. Ach, guten Tag. Probieren wir es nochmal. Wenn nicht, müssen wir speichern und wieder laden. Mal sehen, was jetzt kommt. Jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Wirklich komisch manchmal. Oder? Ja. Manchmal ist das doch ein bisschen merkwürdig. Oh, hier ist niemand. Das verheißt nichts Gutes. Dorian. Ist ja doch jemand. Vater. Diese ganze Geschichte über den Bediensteten der Familie war also nur... Was? Ein Vorwand? Man hat es dir also erzählt. Bitte entschuldigt, dass ich euch getäuscht habe, Inquisitor. Es war nie meine Absicht, euch in diese Sache mit hineinzuziehen. Natürlich nicht. Magister Pavis könnte unmöglich in die Himmelsfeste kommen und sich mit dem Inquisitor sehen lassen. Was würden die Leute denken? Was genau ist das hier, Vater? Ein Hinterhalt? Eine Entführung? Ein herzliches Familientreffen? So war es schon immer. Ihr habt das alles auf euch genommen, um Dorian hier zu treffen. Redet mit ihm. Ja, Vater, rede mit mir. Sag mir, wie verblüfft du über meinen Zorn bist. Dorian, es gibt keinen Grund. Ich bevorzuge die Gesellschaft von Männern. Mein Vater missbilligt das. Warum ist das ein Problem? Ja. Dann ist das in Tevinter ein großes Problem? Nur wenn man versucht, unmöglichen Maßstäben gerecht zu werden. Die Familien Tevinters heiraten untereinander, um den perfekten Magier zu destillieren. Mit perfektem Körper und Verstand, dem perfekten Anführer. Das heißt, dass jeder vermeintliche Makel, jede Abweichung vom Ideal abartig und beschämend ist. Und so etwas muss verborgen werden. Ja. Ist das etwa alles, worum es hier geht? Mit wem ihr schlaft? Das ist nicht alles, worum es hier geht. Dorian, bitte hör mir doch einfach zu. Warum? Damit du noch mehr hübsche Lügen verbreiten kannst? Er lehrte mich, Blutmagie zu hassen. Der Ausweg des schwachen Geistes, das sind seine Worte. Aber was war das Erste, was du getan hast, als sich dein kostbarer Erbe weigerte, den Rest seines Lebens als Heuchler zu verbringen? Du hast versucht, mich zu ändern. Ich wollte nur das Beste für dich. Du wolltest das Beste für dich? Für dein verfluchtes Vermächtnis? Dafür würdest du alles tun. Ja, würde ich sagen. Lasst das nicht so stehen, Dorian. Ihr würdet es euch niemals verzeihen. Erzähl mir, warum du hier bist. Hätte ich gewusst, dass ich dich der Inquisition in die Arme treiben würde? Das hast du nicht. Ich habe mich der Inquisition angeschlossen, weil es das Richtige ist. Ich hatte einst einen Vater, der das gewusst hätte. Ich hatte einst einen Sohn, der mir vertraut hat.
Doch ich habe dieses Vertrauen missbraucht. Ich wollte nur mit ihm reden, um wieder seine Stimme zu hören, um ihn zu bitten, mir zu verzeihen. Dann lassen wir die beiden mal alleine, ja? Genau. Mitteilungsschrift der scharfen Witwe. Aber das ist immer zu kurz, ich kann es nicht lesen. Scharfe Witwe, da gibt es, glaube ich, auch so ein paar Bücher. Jetzt aber. Wir sind wieder zu Hause, oder? Er sagt, wir wären uns ähnlich. Wir wären beide zu stolz. Es gab eine Zeit, da wäre ich überglücklich gewesen, diese Worte von ihm zu hören. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht, ob ich ihm verzeihen kann. Es wird Zeit brauchen, oder? Oder geht es euch gut? Ja. Geht es euch gut? Nein, nicht wirklich. Danke, dass ihr mich dorthin gebracht habt. Es war zwar nicht das, was ich erwartet hatte, aber doch zumindest etwas. Beim Erbauer, was müsst ihr nur von mir denken, nach so einer Vorstellung? Aber mutig. Ich denke, dass ihr ausgesprochen mutig seid. Mutig? Es ist nicht leicht, die Traditionen hinter sich zu lassen und seinen eigenen Weg zu gehen. Wie auch immer, es wird Zeit, dass ich mich bis zur Besinnungslosigkeit betrinke. Das ist heute genau der richtige Tag dafür. Leistet mir doch irgendwann mal Gesellschaft, wenn euch der Sinn danach steht. Gerne. Was denkt ihr eigentlich, was ihr hier macht? Ganz offensichtlich höre ich mir das Gegacke einer Henne an. Versucht nicht, den Narren zu spielen, junger Mann. Ich versichere euch, wenn ich den Narren spielen wollte, wäre ich weitaus überzeugender. Eure spitze Zunge wird euch noch mal in Schwierigkeiten bringen. Ihr werdet überrascht, wohin mich meine Zunge schon überall gebracht hat, Hochwürden. Oh, du Arme. Ich fürchte, der ist eine harte Nuss, meine Liebe. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Das war's für heute. Wir machen dann weiter mit unserer Quatschrunde. Quatsch. Ja. Machen wir dann morgen. Oder in der nächsten Folge. Wir machen's fix. Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss.